So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Das letzte Mal haben wir uns hauptsächlich hier umgeschaut, haben die Rätsel in den Ruinen gemacht. Dann haben wir einen Krog hier rübergebracht. Das war so mit dem Hauptteil noch am Schluss. Und ja. Jetzt möchten wir uns Richtung hier begeben. Ich möchte mich um den Krogwald kümmern. Beziehungsweise Krogwald ist relativ, ne? Eher Dingens. Okay. Sollen wir gerade mal den Schrein auslösen? Ah, da haben wir den schon. Ne, den haben wir noch nicht. Okay, wir lösen gerade mal den Schrein da aus. Weil Teleportpunkte sind halt auch sau wichtig. Oh, und hier ist sogar ein Dings. Okay, der kriegt jetzt mal einen Stern hier, die Glyphe. Die Glyphe kriegt jetzt mal einen Stern. Und die müssen wir uns ja auch noch kümmern. Aber eins nach dem anderen. Erstmal Masterschwert. So, rechts oder links? Wir werden sehen. Erstmal geradeaus scheinbar. Okay, da fällt eine Kugel schon mal runter. Okay, aber wenn ich das jetzt umdrehe, dann kommt die Kugel zu mir. Beziehungsweise automatisch dahin, wo sie soll. Ja. Ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Ist hier noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Na, das war alles. Okay. Weiter geht's. Okay, hier ist auch schon der Schlussraum. Das ist ja ein kleiner Schrein. So, dann muss ich das jetzt hier drehen. Aber ich muss es in die andere Richtung drehen. Damit ich es dann beim Rückwärtslaufen richtig rummachen kann. Ah, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass irgendwo auf dem Ding eine Truhe ist noch. Und ich dann da an die Truhe rankomme. Egal, jetzt machen wir es mal so. Ja, weil die Truhe... Ja, die Truhe... Ja. Ich kann mir denken, wo die Truhe ist. Machen wir gleich. Machen wir erstmal den Schrein fertig. So, und damit haben wir wieder einmal 4 Stück zusammen. Sehr schön. Das ist nie verkehrt. Und nochmal rein. In der Hoffnung, dass die Truhe auch wichtig ist. Also wichtig im Sinne. Eigentlich sind Schreintruhen nie wichtig. Eigentlich. Das ist wieder nur so, weil ich dieses Komplettierungsgen in mir habe. Erstmal gucken, ob nicht doch hier irgendwo was ist. Aber ich kann es mir eigentlich, habe ich eine Vorstellung, wo die Truhe sein könnte.
Eigentlich habe ich eine Vorstellung, ja. So. Eigentlich habe ich eine gute Vorstellung. Ich fand es nur sehr unangenehm, wie sich das hat drehen lassen. Also das lässt sich überhaupt nicht gut drehen. Vielleicht, wenn ich weiter weg bin, lässt sich es dann besser drehen. Nein, schaut euch das mal an. Das so zu drehen ist äußerst unangenehm. Aber gut. Das reicht? Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Einmal abwärts, bitte. Leider nicht so richtig, wie ich das... Ich habe eigentlich gedacht, dass da unten vielleicht was ist. Ha. Oh, das ist ein toller Start. Oh, das ist ein ganz toller Start. Okay, zum Glück darf ich hier hoch. Sehr interessant, aber wo ist dann die Truhe? Ich hatte eigentlich was anderes erwartet, muss ich gestehen. Ich habe gedacht, ich kann da unten irgendwo hin. Oh, lol. Hä, doch, hier ist... Guck mal, dieses Gitter gibt es doch da nicht umsonst. Der zeigt mir doch, dass da was ist. Ja, da ist die Truhe. Ja. Ja, wie komme ich da hin? Also muss ich doch damit runter. Das habe ich doch gedacht, aber das ist nicht funktioniert. Aber das zu drehen ist so nervig, ne? Dass es irgendwie besser geht. Es geht bestimmt besser, ich kann es nur wieder nicht. So, das muss reichen. Okay, neuer Versuch. Ah, jetzt hat's... Okay. Okay. Gut, das ist aber sehr schön. Also das ist eine sehr, sehr schöne Waffe. Die nehme ich sehr, sehr, sehr gerne mit. Tatsächlich. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit. Dann nehmen wir einfach irgendein Steinding raus. Irgendeins von den Steindingern raus. Ja, komm, wurscht. Nee, ich wollte nicht neu sortieren. Ja, toll. Ach, jetzt sind meine Waffen durcheinander. Ich wollte es nicht neu sortieren. Jetzt ist alles durcheinander. Also eigentlich ist es jetzt erst sortiert. Aber hey. Ja, komm. Ja, dann hier. Tschüss. So. Und dann setzen wir das gleich zusammen.
mit einem wunderschönen Sonanium-Gegenstand. Eigentlich könnte man mal so ein Delta-Ding nehmen, ne? Das sind ja aktuell die krassesten, glaube ich, hier. 24, 18, oh, 25. Gamma-Elite-Konstrukt ist sogar stärker als das Delta-Ding. Gucke mal. Weil es Elite-Konstrukt ist und das nur normales Krieger-Konstrukt. Okay. Macht aber nichts. Nee, nicht die Bockblindklinge. Bist du dumm? Bam. Richtig krasse Waffe jetzt hier am Start. Okay, sehr cool. Dann können wir jetzt hier raus. Und weitergehen. Unser eigentliches Ziel ist ja immer noch der Wald. Das wollen wir mal nicht vergessen. Das wollen wir mal nicht vergessen. Von hier aus schön schnell rüber. Schade. Na gut. Aber hier fliege ich auch ganz gut. Guck mal, hier ist der Wald schon, ne? Aber da sieht man auch, so komme ich nicht hin. Also ich muss wahrscheinlich den richtigen Eingang finden. Da müssen wir erstmal einmal komplett außen rum. Oh je, okay. Habe ich da einen schnelleren Weg dahin? Ah, von dem Schrein aus wahrscheinlich. Ja, hilft nichts. Wir werden wohl vor müssen. Wir werden einmal komplett vor müssen. Eigentlich geht's von hier aus schneller, oder? Komm, wir gehen von hier aus. Die Wege sind halt so endlos lang. Ich weiß, ich sag's immer wieder. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß, ich wiederhole mich. Ihr müsst mir das nicht sagen. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Aber es ist einfach so. Die Wege sind so groß und so lang. Es ist anstrengend. Ich will einen Emponator Zero. Den will ich haben. Ich will einfach nur einen Emponator Zero. Ist das zu viel verlangt? Scheinbar ist es das. Aber auf dem Weg gibt es auch einige Feuerfrüchte. Das ist gar nicht verkehrt. Tomate. Irgendeiner von den Scheißbäumen wird mir gleich wieder einen Jumpscare versetzen. Ich sehe es schon kommen. Da ist ein Monster, der da lagert. Das interessiert mich nicht. Oder sogar ein riesiges Monsterlager. Eieiei. Das interessiert mich trotzdem nicht. Hier ist der Spalt. Der interessiert mich auch nicht. Allerdings ist es die Frage, vielleicht interessiert er mich, vielleicht muss ich vom Spalt aus auch da in den Krogwald. Kann ja sein, ne? Waren wir hier schon mal unten drunter? Nee. Das wäre komplett unbekanntes Gebiet. Ich hab's ja gesagt. Drecksvieh. Wieso ist jetzt die Karte eigentlich? Ah, deswegen. So. Aber jetzt werden wir gleich erfahren, ob wir hier was tun können oder nicht. Weil das sieht schon sehr kritisch aus. Das sieht schon sehr, sehr kritisch aus, was hier passiert ist. Oh boy.
Ja, die sind diesmal wirklich verloren, die Wälder. Ach du Scheiße. Du siehst ja gar nichts. Das war ja schnell zu Ende der Weg. Mist. Okay, aber auch so ganz ohne Hinweis. Ah, ich kann mich hier nirgendwo hin bewegen, okay. Okay, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ja, keine Chance. Okay. Mir wird aber auch nichts gesagt. Dann muss ich erstmal umkehren. Okay, wer im Spiel könnte mir helfen, was das angeht? Ich meine, theoretisch natürlich hier Dings. Na? Bei unserem Spähdings. Aber ich glaube, ich probiere es jetzt tatsächlich als erstes mit dem Untergrund. Hier geht nix. Nee, keine Chance. Erlegen die gerade den Bär für mich? Okay. Zwei Luxuswild, ein Edelwild. Stark. Nummer. Hatte ich den Bär noch gar nicht fotografiert? War der gerade gelb? Dann muss ich mal den Bär fotografieren, wenn ich einen sehe. So, ja, aber wie gesagt, das hat mir jetzt leider nichts gebracht. Wir gehen mal in den Untergrund und gucken mal, ob wir da in die Nähe zumindest kommen. Weil der ist halt gleich hier. Und das ist mir fast schon wieder zu viel Zufall. Ich meine, vielleicht erfährt man hier auch irgendwas über das Zeug, aber glaube ich fast weniger. Egal, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Lorihain. Wir sind auf jeden Fall schon mal Dinge. Das wollte ich nicht. Das auch nicht. Ja, wir sind hier auf jeden Fall bei irgendeinem Ding. Oh, guck mal, hier ist auch direkt... Natürlich, logischerweise ist hier eine Wurzel. Weil ja hier das Dings war. Der Stallschrein. Ach so, aber ich komme ja von hier unten gar nicht nach oben. Also selbst wenn hier irgendwas wäre... Naja, gut, aber vielleicht ist hier trotzdem was, was den Wald öffnet. Was den Nebel wegmacht oder so. Kann ja sein, dass das auch aus dem Untergrund kommt, der Nebel. Ach komm, scheiß drauf.
juckt. Sind ja auch so Fake-Bäume oder was? Tatsache, ekelhaft. Ist ja richtig ekelhaft. Tschüss. Ja, die können mich mal. So, wir wollen hier hoch. Oh, das ist ein großer Baumstamm hier, ne? Oh, lol. Oh, das ist aber eine Truhe. Die gönne ich mir. Yo! Himmelsgewand einfach. Hier, einfach ein Stück Kleidung hier erhalten. Bin jetzt schon zufrieden mit der Ausbeute hier in dem Park. Ja, cool. Ja, sehr cool. Einfach Kleidung bekommen. Finde ich das denn? Awesome. Richtig cool. Freut mich. So. Dann haben wir hier jetzt schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir wieder zurück. Wir wollen ja, genau, hier sind wir runter, da wollen wir wieder hin. Das war jetzt ja mehr so. Also, schon wieder cool, ne? Nur weil ich den, nur weil ich die Wurzel gesehen habe, habe ich jetzt diesen Baumstamm gefunden. Und der Baumstamm hat einfach mir ein neues Kleidungsstück gegeben. Voll nice. Voll nice. Fliege ich richtig? Ja. Aber das hätte ich niemals, wäre ich auf die Idee gekommen, da nach sowas zu suchen. Einfach so mittendrin. Also, das heißt jetzt schon wieder, was für mich sehr kritisch ist, ich muss auch hier mich mehr umgucken, wenn ich wirklich so Kleidung alles finden will am Ende. Was wir eh nicht schaffen. Also wir schaffen das nicht. Das ist alles viel zu viel, was da möglich ist. So, hier sind wir runtergekommen. Genau. Was ist denn jetzt hier alles Hübsches? Da ist auf jeden Fall eine neue Wurzel. Und das ist eine Wurzel, zu der wir keinen Schrein im Obergrund haben. Also muss das eine Wurzel im Wald sein. Oder bin ich doof? Doch. Also wenn hier die Wurzel ist, dann ist es ein Schrein, der im Wald ist. Und guck mal, hier ist auch so nebelartiges Zeug. Okay, wir gehen den Weg jetzt mal weiter. Ich habe das Gefühl, dass der Weg hier auch bewusst jetzt so geleitet wird. Wollte ich nicht. Guck mal, auch was da drüben alles ist. Ach, da ist die... Ja, was da drüben? Ja, was ist da wohl? Das, wissen wir, was da ist. Oh, ja, da ist direkt vor mir was. Aber der Weg hier, das geht halt auch direkt hier... Guck mal, das geht gezielt da rein in dieses Nebelding. Das geht gezielt da rein. Dieser Weg, der voller Irrlichter ist. Ich bin gespannt, ob wir hier was erfahren werden. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde es mir wünschen. Ja.
Also auf jeden Fall kommen wir zu dieser Wurzel, wenn ihr Glück habt. Guck mal, das sind ganz viele Wurzeln auch. Und das ergibt auch Sinn, weil in dem Krokwald waren ja auch mehrere Schreine. Das sind bestimmt jetzt auch wieder mehrere Schreine. Ich bin gespannt, wie weit wir dürfen. Bin sehr gespannt, ob das jetzt der richtige Weg war. Und ich jetzt einmal richtig gelegen habe. Oder ob mir gleich wieder irgendwas ins Gesicht spuckt und sagt, hier geht's nicht weiter. Aber es fühlt sich schon sehr richtig an. Es sollte mich schon sehr wundern, wenn es hier gleich vorbei ist, mein Weg. Guck mal, wir sind jetzt schon unterm Wald. Wir sind jetzt schon da, wo in der Oberwelt alles vergast, das könnte man sagen. Da ist auf jeden Fall auch wieder eine Mine. Hein der Crocs. Okay, das hat einen extra... Bekommt sogar einen extra Namen. Ach du Schande, was? Ihr könnt gleich mal euch verziehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Frage ist jetzt nur, war das jetzt purer Zufall oder muss der hier auftauchen? Aber noch geht's weiter. Wenn das Viech gleich wiederkommt, weiß ich, dass es kein Zufall ist. Weil das wäre das erste Mal, dass der uns hier unten begegnet. Das wäre das erste Mal, dass der uns hier unten begegnet. Das ist mir fast zu viel Zufall schon wieder. Ich will doch nur das Irrlicht haben, danke. Aber wir scheinen uns ein bisschen länger hier unten aufzuhalten. Das heißt, wir können auch mal wieder die richtige Kleidung für unten anziehen. So. Und das hier. Also auf jeden Fall ist hier mindestens eine Mine. Und allein für die lohnt es sich ja schon, hierher zu kommen. Na, Hilfe, ich muss kurz was drücken, dass sich der Fernseher nicht ausschaltet. So. Das ist auch wieder so eine Steinwaffe, die interessiert mich jetzt aber weniger. Weil ich die dann eh nur wieder zu schade finde zum Einsetzen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es diesmal sich auswirkt, wenn man alle Wurzeln hier unten auslöst, dass das sich nach oben auswirkt oder so. Ich keine Ahnung, ist nur eine Idee. Nur eine Vermutung. Wo ist denn jetzt hin? Da. Wir sind direkt da. Wir sind direkt da. Sehr gut. Ja. Ist irgendwas noch im Weg zu der Wurzel? Nein, wir sind direkt an der Wurzel. Sehr schön. Sehr gut. Nichts hält uns mehr auf, diese Wurzel auszulösen. Sehr cool. Let's go.
Oh ja, das ist auch jetzt bewusst ein kleines Stück. Das ist bewusst nur ein kleines Stück. Weil es hier noch mehr Wurzeln gibt. Na, da ist ja gleich die nächste. Dann müssen wir jetzt gleich noch zu der hin. Oh, Leute. Das ist so ein P Turm nach oben. Das ist so ein Turm nach oben, wie wir ihn bei Dings gefunden haben. Nur da hat er uns nichts gebracht. Aber hier nützt uns jetzt natürlich brutal viel, weil wir damit in den Krogwald rauskommen. Da kommen wir mitten im Krogwald raus. Das ist ja ultra geil. Ich glaube, wir sind hier goldrichtig. Ich glaube, wir sind hier goldrichtig. Ja. Das ist genau so ein Ding, was. Ja, das ist. Wir sind mitten unterm Krogwald. Ja, wow. Da kommen wir genau hier raus. Da kommen wir genau hier raus. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das ist ja saugut. Das ist ja saugut. Zack. Aber bevor ich da jetzt reingehe, lösen wir erst noch die dritte Wurzel aus, die wir gesehen haben. Wo war die denn jetzt? Hä? Ich habe doch eine dritte Wurzel gesehen, bin ich doof? Da. Da hinten. Wie die dann immer verschwinden wieder, ne? Einfach sich verstecken, ganz frech. Endlich ist der Untergrund mal zu was gut. Ah, da ist schon wieder so ein Ding. Aber wie gesagt, die sammle ich immer ein und dann nutze ich sie nicht, weil ich sie zu schade finde und dann machen sie mir nur mein Inventar voll. Das ist nicht so cool. Sehr gut, da kommen wir auch einfach jetzt hin. Wunderbar. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann können wir uns auch gleich wieder zu dem anderen Ding zurückporten, wo wir gerade hergekommen sind. Und wahrscheinlich kommen wir dann jetzt genau beim Dekobaum raus, würde ich sogar vermuten. So, ich gucke noch kurz auf die andere Seite, ob da auch noch eine Wurzel ist. Dann würde ich die nämlich auch noch auslösen. Ansonsten würde ich mich jetzt nach oben begeben. Aber sollte hier noch eine Wurzel zu sehen sein, würde ich mich zu der auch noch orientieren. Ja, da ist noch eine, siehst du? Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das dazugehört, alle zu auszulösen. Die sind halt alle so nah beieinander, ne? Also das sind auf jeden Fall auch wieder in der Oberwelt dann vier... Fünf Schreine. Fünf Schreine. Krass. Eknopupwurzel. Bruder! Jetzt hat's den kompletten Wald erhellt. Ja, siehst du, das meinte ich nämlich. Das meinte ich nämlich. Guck mal, jetzt ist hier noch was ganz Großes aufgetaucht. Was ist das denn? Sollen wir das? Das gucke ich mir kurz an. Ich fliege da einmal gerade hin. Ich will nur schauen, ob das einfach nur so eine normale kleine Boss-Arena ist oder ob das irgendwas Großes, Relevantes ist. Nehme ich noch auf.
Moment, ich habe da gerade so eine komische Anzeige. Ich muss die mal ganz kurz kontrollieren. Ist das einfach das Aufnahmesymbol? Ja, ich glaube, das ist das Aufnahmesymbol. Alles gut. Habe ich noch nie so genau gesehen, dass da dann einfach... Ja, ja, doch, alles gut. Wir nehmen noch auf. Sehr schön. Wie lange sind wir jetzt drin? 35. Aber ja, ich muss aber kurz mal die Taskleiste. Moment. Okay. Okay. Ja, das sieht nur so komisch aus. Nee, nee, passt schon. Ich war kurz irritiert. Okay, so, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir begeben uns hier rüber zu dieser einen Plattform. Das ist die eine Geschichte, die ich machen möchte. Also, warte mal, trotzdem ist es komisch, was ich hier für eine Anzeige habe. Nein, es passt, er nimmt auf. Ja, es dreht sich auch. Okay. Ich war gerade echt irritiert. Hat man, glaube ich, gemerkt. So. Genau, ich wollte zu dieser Plattform hier rüber. Das ist in der Richtung. Okay. Was haben wir da? Hier interessiert mich weniger. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, es ist einfach nur wieder so ein normaler Bosskampf gegen uns, so ein Alpha-Gamma, was weiß ich, Konstrukt, ne? Aber wir gucken mal. Ist es schon ein bisschen größer, ist es schon eigentlich, ne? Ein bisschen sehr viel größer. Als gewohnt. Ah, hier sind wir jetzt aber. Doch, das ist, glaube ich, so eine Urwaldarena. Okay, das hat einen eigenen Namen. Say what? Say what? Urwaldarena. Ich bin irritiert. Oha! Oha! Was ist hier in der Mitte? Lol. Okay, hier haben sich Jäger niedergelassen. Okay, wir gucken mal, was passiert. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt gleich böse aufs Maul bekomme. Na? Ich glaube nicht, dass das hier ein einfacher Jägerkampf wird, aber... Wir gucken mal. Weil es ist schon riesig, also da muss jetzt schon ein großer Kampf stattfinden am Ende. So. Wie rüsten wir uns denn jetzt aus? Kämpfen müssen wir ja nicht mit dem Zeug. Wobei ich dann trotzdem auf die Barbarenkleidung gehen würde. Dieses Schwert wäre sinnvoll. Jetzt die Frage Angriffswut. Das sind 5 Herzen. Nehmen wir mal das.
Was löse ich jetzt hier aus? Koga? Bist uns ja prächtig in die Falle gelaufen. Du musst links sein. Es ist ja wirklich simpel, dich reinzulegen. Man muss nur mit einer Banane wedeln und schon kommst du angedackelt. Mm. Ah, wir haben ganz vergessen, uns vorzustellen. Ja, wow, ihr seid Jäger. Faszinierend. Aber was schickt ihr jetzt hier rein? Das ist die Frage. Was für ein Monster schickt ihr jetzt hier rein? Überraschungsgast lebt im Untergrund in der Finsternis der Urwaldarena. Schwarzer Hinox. Okay. Okay, der wirft mit Explosionsgeschichten. Aber theoretisch kann ich dem ja trotzdem ordentlich geben. Oh. Ja, also ich kann ihm ordentlich geben, wenn ich ihn nicht gerade an den Füßen... Ja, okay. Der hält ja kaum aus. Und ich habe halt aber auch ordentlich... Also ich habe halt auch ordentlich Angriff-Boost. Scheiße. Scheiße. Aber der ist ja gleich down. Dafür so eine riesige Arena. Ja gut. Kann man mal machen. Okay, mein Bogen ist kaputt. Aber ich glaube, meine Kollegen erledigen den auch so gleich. Ohne, dass ich nochmal was machen muss. Ja gut, wir rüsten nochmal den Bogen aus. Mann! Ja, gut, das war's. Ist eigentlich egal, wohin ich schieße. Ja, wow. Puff. Okay. Schwarze Hinoxhorn. Sonst noch was zum Fotografieren? Nee, ne? Hinox-Herz. Und schwarze Hinox-Horn. Cool, cool, cool. Da hätten sie theoretisch aber auch, also, sowas wie einen schwarzen Leun hier reinschicken können. Ne? Klar, das könnte sie unten ja auch geben. Da bin ich dann doch ganz froh, dass es nur das... Oh! Krogmaske, cool. Hier kriegt man die. Okay, das war tatsächlich sinnvoll. Das war sehr sinnvoll. Aber die sind jetzt weg, ne? Die sind einfach nur da gewesen. Okay. Wäre es nur interessant zu wissen, ob hier noch irgendwie was zu finden ist, zu suchen ist. Aber ich glaube fast. Wir haben hier alles Wichtige gesehen. Sehr cool. Das hat sich doch richtig gelohnt. Das hat sich mehr als gelohnt. Ich bin begeistert. Sehr schön. Gut, dann. Hierhin. Jetzt ab nach oben. Ich bin gespannt, was uns der Dekobaum zu erzählen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch das war jetzt wieder ein sehr erfolgreicher Part bisher. Also alles richtig gemacht aktuell. Zack, ab nach oben. Ja, wir sind genau hier. Wir sind genau hier. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool ist das denn bitte? Dekobaum. Der sieht aber gar nicht gut aus. Hier war mal das Masterschwert.
Okay, die können nicht reden, so richtig. Okay, denen geht's gar nicht gut, wahrscheinlich wegen dem Zeug hier außenrum. Okay, erstmal den ganzen Prinzessin-Enzian klauen. Okay, ich löse erstmal den Schrein aus. Dann haben wir schon mal einen Teleport hier rein. Gegengewicht. Okay. Krasses Rätsel. Krasses Rätsel. So, hier ist schon Ende. Oha! 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 Okay. Ah, jetzt, okay. Jetzt hat er sich tatsächlich gedreht. Krass, dass ich das so stellen konnte. Interessant. So, was muss ich hier tun? Okay, da ist die Truhe. Die interessiert mich natürlich schon mal besonders. So. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich wieder schwingen. Ja. Ah, nee. Jetzt muss man dieses Ding bis darüber irgendwie bewegen. So, aber wie bewege ich den jetzt darüber? Weil so geht er in die Richtung, aber ich will ihn ja gar nicht in der Richtung haben. Sondern ich will ihn ja in der Richtung haben. Aha, der, okay, der bewegt sich so hin und her. Ja, dann schwing doch mal eine Runde. LOL. Ja, okay. Dann machen wir das doch einfach so. Haben wir alle tun müsste eigentlich, ne? Ja, sehr schön. Easy Schrein. Easy Schrein. Okay. Lasst uns noch mit dem Dekobaum quatschen. Ich will wissen, was los ist. Ich kann es mir zwar grob denken, so... Wahrscheinlich alle vier Schreine um die jetzt hier um die in der Umgebung machen. Und dann freut er sich wieder. Wahrscheinlich wird es das sein. Aber mal gucken, ob wir einen zum Quatschen finden. Ja, mit dir kann ich auch nicht quatschen. Thank you.
Oh, hier innen drin ist richtig viel Miasma am Start. Der komplette Dekobaum ist sozusagen im Miasma versunken. Das ist nicht gut. Und hier kann ich wieder runter. Wo lande ich denn jetzt? Hoppala. Unsanfte Landung. Ja, nee. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Aber mir scheint fast, dass die Konfrontation jetzt mit den Dingern unausweichlich ist. Ja, ich glaube, die verziehen sich auch nicht mehr. Okay, aber die Frage ist, ich will trotzdem wahrscheinlich einfach da hoch. Da will ich hoch, jawohl. Genau hier wollte ich hoch. Eieieiei. So, ich glaube nicht, dass man hier kämpfen muss. Ich glaube, man muss hier fliehen. Das geht hier oben weiter oder so. Eieiei. Nee, aber hier ist auch nichts, wohin ich gehen könnte jetzt. Oder geht's noch mal ins Höher? Nee. Hier ist so ziemlich Endstation. Shit. Muss ich jetzt gegen den kämpfen da unten, ja? Oh, Bruder. Ich habe keine andere Wege, ne? Ja, die hauen auch nicht mehr ab. Okay. Ich fürchte, wir müssen uns das nächste Mal mit dem Kollegen auseinandersetzen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.